Hallo liebe Fische, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, wie versprochen, drehe ich mein Video für meine lieben Abonnenten im Kollektive. Ne? Wir werden uns anschauen, was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten. Bitte bedenke, liebe Fische, dass nicht alles auf dich zutreffen kann. Ne? Das ist ja klar, die Energie wird immer weitergeleitet. Aber du weißt ganz genau, wenn du dir dieses Video anschaust, wurdest du hier angezogen von der Energie. Ne? Das müsste einem klar sein. Es gibt keine Zufälle. Alles hat seine bestimmte Richtung. Ne? Das nennt man auch Schicksal, das nennt man auch Energie. Also alles hat sozusagen seine Einsicht. Ne? Also alles nimmt seinen Weg. Okay, wir werden uns anschauen, was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten im Kollektive. Ne? Bitte hör dir auch die anderen Energien an, liebe Fische. Und dann kannst du valutieren. Was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten? Ne? Im Kollektiven für unsere liebe Fischelein. Zu hohen Ehren kommen. Endlich kann man dich sehen. Endlich kann man. Die habe ich jetzt beide genommen. Quasi, die ist mitgegangen, aber das ist okay. Die Energie wollte es so. Und was haben wir hier? Ein Geschenk bekommen. Du bekommst dir hier eine Unterstützung. Liebe Fische, du hast nicht vielleicht damit gerechnet, weil du machst dir hier zu viele Sorgen, trübe Gedanken. Da, wo keine Sorgen sein sollten, da, wo du jetzt gerade, ich weiß nicht, wartest du hier auf einen Anruf, wartest du hier auf eine Zusage, das könnte hier beruflich sein, das könnte aber auch gut sein, du wartest hier eine Unterstützung von jemandem oder du erwartest hier einen Anruf von deinem Geliebten, ne? Das kann alles sein, ne? Das ist ja klar. Aber in den nächsten 3 Monaten wirst du hier eine tolle Nachricht bekommen. Das ist immer wirklich im Positiven. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, weil das Universum wird dich auch unterstützen. Das lassen wir hier, weil das ist wirklich sehr, sehr schön. Ne? Wieso machst du dir zu viele Sorgen? Wieso machst du dir diese Gedanken, liebe Fische? Was ist gerade, ne, in deinem Leben los? Du machst dir hier zu viele Gedanken über irgendeine Situation. Ne? Vielleicht meldet sich diese Person nicht. Denkst du an diese Person? Du machst dir zu viele Gedanken. Ne? Gedanken sind ja sozusagen Energie. Ne? Also ich hoffe, du machst dir gute Gedanken. Ne? Das ist ja klar. Auf dieser materiellen Ebene. Weil du bist quasi das, was du anziehst. Du solltest immer positiv denken. Ne? Und du bekommst hier ein angenehmer Brief. Ne? Das bedeutet für dich eine tolle Nachricht. Diese Anerkennung, ne? Du wirst hier gesehen, du wirst hier beachtet von einer Person. Das könnte hier eine berufliche Situation sein. Du wirst hier versetzt. Du könntest hier auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Ne? Das ist ja klar. Das muss jetzt nicht unbedingt im Materiellen sein. Ne? Also das Universum steht dir bei. Ne? Das könnte hier gut sein. Dass hier die Karte einfach sagen möchte, du wirst hier unterstützt. Und schau mal, was hier alles gefallen ist für dich, liebe Fische. Che de la falsità, Menschen um dich, die sehr falsch sind. Oh, oh, pass, also pass auf, sei vorsichtig, liebe Fische. Sei vorsichtig. Du musst hier eine Situation überbrücken. Du musst hier eine Situation, ein Hindernis, das hat mit deinem Karma zu tun. Du musst das jetzt überwinden. Du wirst es aber überwinden, weil c'è una lezione karmica che devi superare ist eigentlich sozusagen, du wirst das hinkriege, ne? Du wirst das schaffen. Setta di vendetta, Rache. Rache ist süß. Ich weiß nicht, mit wem du das gerade hast. Kein Wunder, diese trübe Gedanken. Also, das ist so, als ob du wartest, dass diese Person auch seinem Karma bezahlt. Das könnte ja auch gut sein. Und mit Höchstwahrscheinlichkeit, stell dir mal vor, liebe Fische, das, was du jemanden antust, das wird dir sozusagen mit derselben Münze zurückgezahlt. Also diese Person wird bestimmt seine Bestrafung haben. Jeder von uns, auch wir selbst. Ne? Das ist ja klar, wenn du Schlimmes getan hast, wirst du das genauso zurückbekommen. In attesa. Was habe ich gesagt? Du wartest hier auf etwas. Riconosci il tuo vero valore. Du musst jetzt hier deine Wertschätzung wieder erkennen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Und die Situation ist für dich sehr schwer geworden. Ne? Sehr, sehr schwer. Kein Wunder. Du hast hier bestimmt oder du kommst hier bestimmt von einer schweren Situation. Das könnte hier beruflich sein.
Vielleicht das Arbeitsklima, Mobbing bei der Arbeit, das wird mir hier gerade kommuniziert von den Geistführern. Das ist klar, viele Menschen werden gemobbt am Arbeitsplatz. Das ist wirklich ein Thema. Weil das muss jetzt nicht unbedingt immer Liebe sein. Ne? Wir stellen uns immer vor, das könnte hier ein Ex sein, der blöde Ex, der uns irgendetwas antut. Aber es gibt auch andere Menschen, ne? Die gemein sind. Du setzt das jetzt bitte um, da wo du das brauchst, liebe Fische. Das ist ja klar, ich kann dich nicht erzwingen. Die Karten erzwingen dich nicht. Das ist nur eine Meditation von den Karten. Das muss nicht mit dir in Resonanz gehen. Ne? Das ist ja selbstverständlich. Aber es gibt keine Zufälle. Ich sage aber, ne? Das ist ja klar. Bitte, auch wenn es nur ein Wort ist und das behilflich sein kann, setze es um. Ne? Okay, jetzt mache ich hier Platz, weil ich brauche jetzt auch Platz für meine Tarotkarte, weil das ist gerade nicht einfach für dich. Keine gute, einfache Zeit in diesen nächsten 3 Monaten. Das könnte gut sein, du weißt nicht, wie du jetzt da rauskommst. Du wartest hier auf irgendeine Situation und plötzlich kommt hier diese positive Nachricht. Ne? Je nachdem, bitte setze es um. Okay, mit den Tarotkarten werden wir uns jetzt das besser anschauen. Ne? Was erwartet dich in den nächsten 3 Monaten im Kollektiven? Ne? Das ist ja klar, im Kollektiven. Das könnten hier... Oh mein Gott, oh mein Gott. Wer ist diese Person? Du hast hier lauter große Arkanen. Hier ist ein Karma, hier ist etwas, was sich abschließt. Lauter großen Arkanen, wow. Liebe Fische, diese Person, wer dir etwas angetan hat, wird bezahlen. Diese Person wird dir bezahlen. Sie bezahlt vielleicht schon, ne? Das ist ja klar. Sie wird bezahlen für das, was sie dir angetan hat. Diese Person hat dir gar nicht gut getan. Diese Person hat versucht, dich irgendwie anzuketten. Das könnte ja auch ein Chef sein. Das könnte ja eine Situation sein. Der Teufel ist ja immer diese Situation, ich bin gebunden an irgendeinen Mensch, an irgendeiner Situation. Das könnte ja auch eine Sucht sein. Ne? Wir wissen ganz genau, der Teufel, ne? Das ist ja eine Sucht. Rauchen, Drogen, ne? Rausch, das ist alles. Auch Shoppen, ne? Das sage ich immer wieder. Das sind eigentlich Süchte. Ne? Süchte. Das ist so, als ob du hast das in die Hand. Ne? Das könnte ja auch finanziell sein. Ne? Dass das dir gar nicht gut geht finanziell. Ne? Gerade ist es eine schwere Zeit, ne? Weil der Rateschicksal finanziell bedeutet auch, sei vorsichtig, wie du mit dem Geld umgehst. Ne? Es könnte gut sein, dass du jetzt hier sehr viel ausgegeben hast oder sehr viel Geld geopfert hast für jemand anderen, ne? Um jemand anderen glücklich zu sein. Ich weiß nicht, was hat diese Person dir angetan. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt der Ex sein. Das könnte ja auch gut sein, du hast jemand von der Familie geholfen und du hast das gar nicht erwartet, dass diese Person so falsch ist. Ne? Das gibt solche Menschen, die kommen, wenn sie das Geld brauchen und dann, wenn sie fertig sind, sagen sie Tschüss und machen die Türe zu hinter sich. Und wie gesagt, und sagen nicht mal Tschüss. Ne? Gut, du hast mir das Geld geliehen, okay, wir sehen uns vielleicht mal wieder in 2 Jahren, wie die Situation. Und jetzt wird hier die Rache, ne? Diese Rache, die du hast, die wirst du auch bekommen. Das ist quasi, diese Person bekommt das, was sie hier von sich sozusagen, ja, mit was hat sie sozusagen gehandelt, das bekommt sie zurück. Wie hat sie gehandelt? Du hast es hier, karmisch, hier. Gerechtigkeit ist auch, ne? Karma, könnte auch Karma sein. Also hier spielt das Karma eine große Rolle. Das könnte auch gut sein, du musstest hier dein Karma bezahlen. Stell dir mal vor, ne? Wir müssen das alle. Es gibt Situationen, Menschen, die auf dieser Welt kommen, auf dieser Dimension und haben einen Karma zu bezahlen. Sie waren früher nicht korrekt, ne? In einem früheren Leben und jetzt müssen sie das zahlen. Aber du bist hier sozusagen auch fertig. Du bist fertig, weil du kommst von dieser Situation raus. Das Universum sagt, du hast genug gegeben, du hast genug gezahlt, jetzt wirst du sozusagen befreit, ne? Das ist ja klar. Jeder hat seinen Karma. Das könnte aber auch gut sein, dass die Person, die gegenüber von dir war, was ich ja vorhin erwähnt habe, du hast ihr irgendwie Geld geliehen, du hast sehr viel investiert für diese Person. Diese Person hat dich auch manipuliert, ne? Das ist ja klar. Der Hohenpriester, der Teufel. Was hat die Person mit dir gemacht, ne?
Was hat sie gemacht? Und jetzt könnte es auch gut sein, du bist hier pleite wegen dieser Person. Das wird mir gerade kommuniziert. Du hast eine schwere Zeit wegen sie durchgemacht. Meistens sind es leider, ich sage immer leider, es gibt solche Frauen, ne, die einen Mann sozusagen ausnutzen, auch finanziell. Es gibt auch Männer, die so sind, ne? Aber die meisten Fälle, statistisch, sind es immer Frauen, ne, die diese Masche haben, irgendetwas von sich präsentieren und dann machen sie sozusagen den Mann fertig, ne? In dieser materiellen Sichtweise. Zum Glück sind nicht alle Frauen so. Und zum Glück, sage ich immer, zum Glück, liebe Fische. Wie gesagt, das könnte auch andersrum sein. Wie viele Frauen gibt es da draußen, dass sie irgendwie den Mann unterstützen wollen, ne? Und sagen, ja, weißt du, ich helfe dir, ne, um deinen Traum zu erfüllen. Und dann legt er dich rein, ne? Das gibt's ja auch, ne? Von dem her, wir sind hier geschlechtsneutral. Ich bin nicht für die Frau, ich bin nicht für den Mann. Ich gebe euch nur das, was die Karten mir geben, ne? Das ist ja klar, im Kollektiven. Okay, aber das ist so, als ob du dich hier befreist. Ne? Du befreist dich ja von dieser Situation, ob das jetzt deine Energie ist oder die Energie von dem Gegenüber von dir, der dir wehgetan hat. Das könnte ja auch ein Chef sein, ne? Der dich ausgenutzt hat. Du musst dich jetzt hier befreien. Du hast jetzt hier eine große Angelegenheit, nutze sie aus. Ne? Du warst nie glücklich. Das könnte ja auch dieses Mobbing sein, ne, am Arbeitsplatz. Das kann auch gut sein. Du hast jetzt hier einfach gelitten. Diese Situation ist so schwer geworden für dich, ne? Falsche Menschen. Je nachdem, ne, setze es bitte um, liebe Fische, weil jetzt wird hier eine Lösung gefunden. Das freut mich für dich, ne? Weil, wie gesagt, hier wird eine positive Zusage kommen. Ich weiß nicht, auf was du hier wartest. Das könnte hier beruflich sein, in der Liebe. Diese Befreiung, auch finanziell, ne? Auch finanziell, genau. Also vielleicht bist du hier wirklich am Ende angekommen, ne? Das kommt immer drauf an, was du sozusagen umsetzen kannst, ne? In deinem Leben, das weißt du, nicht ich, ne? Das ist ja klar, liebe Fische. Okay, das war deine Legung, liebe Fische. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein. Ich freue mich über deinem Feedback. Ne, in meinem Kleinen werde ich dir auch antworten. Das ist so eine Sache von mir, auch wenn es manchmal nicht schnell genug ist, aber trotzdem wirst du eine Antwort von mir bekommen. Ne? Das gehört zu mir, ne? Zu meinem Charakter. Ich danke dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald. Tschüss!